Herzlich willkommen zu einer kleinen Partie Cat and Crops mit der Version 0098. Wenn ich das richtig lesen kann, unten am Bildschirm, unten rechts. Es ist ja schon einige Monate her, dass ich mal überhaupt ein Video von Cat and Crops gemacht habe. Hat sich auch sehr viel verändert. Immer noch leider in der Tech-Demo. Aber die Early Access soll ja bald erscheinen. Von daher, ich denke mal, es werden mehrere Parts werden, weil... Mal kurz zeigen, Mission. Da, Quests. Eine komplette Saison. Also Dünn, Krubbern, Flügen, Saat, Pflanzenschutz und Ernte. Von daher, mehrere Parts, mehrere Folgen. Hoffen, dass alles soweit einmal frei funktioniert. Ruckler sind normal, mein PC ist... Ah, er hat's geladen. Und schön im Regen. So, finde den Axion. Ist er da oben oder drüben stehen? Wie gesagt, Ruckler sind normal, dafür ist es eine Tech-Demo. Und mein Rechner ist auch nicht mehr der jüngste. Andere Spiele laufen die einwandfrei. So, mal einsteigen. Probiert aber an manchen Stellen ganz gut. Na, Moment, bevor du weiterfährst, weil ich mal ein bisschen den Ton unterstellen. Könnte noch ein bisschen zu laut sein. Machen wir auf 60. Ah, 57, 60 erwische ich nicht. 10 Prozentpunkte runter. Ah. Könnte es aber noch ein bisschen zu laut sein. So, ich fahre zum Klärwerk. Machen wir mal hin. Schön, dass es regnet. Das ist ein Laufen auf dem Feld. Rechts, links hat die Versicherung weg. Wurde zwar mal gesagt, man das Hatten ausschaltet, das war besser, aber probiere ich irgendwann mal aus. Ich habe jetzt welche Mission man hat und alles. Nehmen wir schon mal die richtige Farbe. Ist einfach rein. Ich bin eh mal gespannt, was oder wie die neue Map aussehen wird. Das ist dann bald mal rausgekommen. Angeblich bis zum nächsten Update soll es fertig sein, dann kann man es testen. Das wirst du dir dann auch als Early Access auf Steam. Mal schauen, was daraus machen werden. Aber Steam ist unberechenbar. Ein paar Fehler zu viel und das war's auch für das Spiel. Naja, vor allem in der Performance sollten sie noch anschauen. So, Steuerungssätze gut halten.
Na komm, Füllstand. Guck, ob man hier 5 Millionen hat. Ich hoffe mal, dass es nicht so viel sein wird, wenn die Early Access starten. Das ist so viel. Ja, das auch. Jetzt haben wir auch Fahrer zu Feld 11. Das ist ein Blinker, nicht irgend so ein Tintenblick. Da habe ich was im Ohr. Kollision müsste das Spiel ja eigentlich noch nicht haben. Was ich den Baum erwische, der wird nicht leben sein. Dieses Ruckeln ist schon ein wenig unangenehm. Sollte ja eigentlich reichen, wenn es nicht so schnell ist. Ja, den Waypoint hätten wir kriegen. Naja. Ein bisschen rutschig ist es. Angeschaltet ist die Spritze auch noch. Ja, das war die ganze Zeit. Das hält man lauter Bäume nicht mehr. Echt? So weit vom Kurs gekommen? Naja, passiert. Ich hoffe mal, dass das Spiel erfolgreich wird. Zumindest, dass zum Start der Early Access Version auf Steam einiges noch gemacht wurde. Wie gesagt, die Performance, die müssen sie unbedingt überarbeiten. Wie schon erwähnt, Steam ist da unten Zeit.
anders weggehen zu können. Aber ich merke schon, ich werde dann wahrscheinlich pro Abschnitt eine Folge aufnehmen. Danach würde ich dann erstmal Schluss, dann geht es dann in der nächsten Folge weiter mit dem Pumpern. Mit Säen, mit dem Pflanzenschutz, dann mit der Ernte. Ich denke mal, das ist ein guter Punkt, um das jetzt schon hier 10 Minuten vergoldet hat, gebraucht hat. Aber das Pumpern sollte eigentlich ein bisschen schneller sein. Worauf ich gespannt bin, im Video, was ich damals mal gesehen habe, wo Felder so anlegt. Also kein existierenden, sondern einfach Flugrunde und Felder anlegen. Spannend, ob es das auch hier reinsetzen werden. Das jetzt schon funktioniert, weiß ich nicht, jetzt noch nicht probiert. Auch so ein Spiel damals, Agrarsimulator 13, konnte man das. Felder eingestellt, Feld zu verteilen, Alter. Das dann hier machen werden, wenn man denn ein Arbeiter das wegschicken kann, aber es wurde ja schon erwähnt, dass ich nur rumstehe, andere Leute arbeiten lasse. Dafür hat man ja die KI. Da ich hier eh kein Fremdcomputer spielen will, ist doch gut, wenn man einen Helfer hat, der alles macht, wenn man schöne Sicht zu bilden auf den Feldern. Nicht nur mit dem Regen auf dem Blick. Wenn ich richtig gefahren wäre, ich wahrscheinlich schon jetzt fertig. Es fehlt ja nicht mehr viele Balken, das ist gleich schon. So, Traktor zum Fahren. Parken. So, das Anhängen ist das Abhängen. Machen wir mal ein bisschen Platz. Ist da noch was blockiert wird, naja, nicht so wegschieben. Daher kann man es auch ruhig hier hinstellen. Pass auf. Ab. Ein bisschen mehr vorfahren. Ja, das ist nicht. Du jetzt hinfahren wirst.
Denk an den Verkehr. Da kam einer von rechts. Auch so ein seltsamer Fall, der sich auch auf dem Hof aufdrehen kann. Eigentlich. Mal schauen, was er vorhat. Na. Automatisch in der Stelle, ohne dass ich was gemacht habe. So muss das Spiel sein. Jedenfalls, das hier war jetzt schon mal der erste Teil von dieser One Season Quest-Reihe komplett durch. Danach geht es dann mit. Kann man ja mal kurz schauen, mit was das war. mit Gruppen geht es dann nächstes Mal weiter. Friedensart, Pflanzenschutz, Ernte. Von daher, Kommentare wären schön, Daumen nach oben wären schön, Abo wäre natürlich schön und keine Rolle zu verpassen, damit ich auch ein bisschen höher komme. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.